Ich unterrichte Zahnmedizinstudierende. Im dritten, vierten und fünften Jahr sind sie hier bei uns an den zahnmedizinischen Kliniken und die sind im Prinzip darauf eingestellt, auch einen praktischen Beruf zu lernen. Und der praktische Bezug heißt bei uns der Bezug mit dem Patienten. Und im traditionellen System mit Frontalvorlesungen ist dieser Bezug eigentlich nicht direkt unterrichtet. Und ich denke, es ist dann immer schwierig, diese Theorie so gut wie möglich auch praktisch darzubieten, dass die Studierenden den Transfer machen können in die Klinik. Die Idee ist es, dass die Zahnmedizinstudierenden lernen, zu kommunizieren mit dem zahnärztlichen Patienten. Das bedeutet, dass sie die Grundregeln der Kommunikation erlernen und dann entsprechend auch sich so zu verhalten, dass der Patient sich auch kommunikativ, also in einem Austausch verbal mit dem Zahnarzt, wirklich weiterentwickelt. Die Idee ist auch, dass die Studierenden empathisch sind, dass sie auch entsprechend lernen, auf den Patienten einzugehen, seine Interessen wahrzunehmen und dann auch entsprechend richtig zu kommunizieren, diese also richtig zu reflektieren und dann im Prinzip auch verschiedene Möglichkeiten zu sehen, den Patienten zu motivieren. Das Curriculum Kommunikation geht aber auch etwas weiter, weil wir haben auch verschiedene Patientengruppen, die wir auch betreuen, auch mit Kommunikation, also angefangen vom Kommunizieren mit dem Kind, mit dem Jugendlichen, Kommunizieren mit dem Erwachsenen. Dort ist es vielleicht einfacher grundsätzlich, aber der Erwachsene hat dann entsprechend dem die Themen Mundhygiene, die Themen Rauchen, sprich also Raucherentwöhnung als Thema, Verhaltensmotivierung, sich zu verändern. Grundsätzlich auch der ältere Patient, auch Patienten mit einer Behinderung, und entsprechend dem Angstpatienten. Und hier kommt der Kreis geschlossen mit, was ich am Anfang gesagt habe, die Idee, empathisch zu sein oder auch die Idee, auf den Patienten einzugehen. Ich finde es wichtig, dass man lernt, richtig zu kommunizieren mit dem Patienten. Und ich habe das Gefühl, sonst wird es einem nirgendwo beigebracht in den anderen Kurs, also Lehrveranstaltungen, die wir haben. Man lernt einfach das Praktische, das Arbeiten am Patienten, die Theorie und so, aber eben so das Zwischenmenschliche und ja, wie kommuniziere ich, lernt man eigentlich nirgend, wird einem nicht so professionell beigebracht. Es ist eine Doppelstunde pro Woche, wie sie hier angeboten wird im Stundenplan. Zwei Lektionen, die sind anfangs Theorie, also ich erkläre zum Beispiel die Kommunikation empathisch kommunizieren, die Kommunikationsregel offenes, aktives Zuhören und entsprechend eben offene Fragen stellen. Und dann haben sie auch praktische Übungsteile. Im jetzigen akademischen Jahr habe ich mit den Studierenden Gruppen gebildet und die haben entsprechend dem zusammen die Rollenspiele für verschiedene Fallsituationen geübt. Ein sehr offenes Klima, jeder durfte etwas dem Unterricht beitragen. Also es war auch gewünscht, dass man von Erfahrungen erzählt. Man hatte Frontalunterricht, man hat aber auch Rollenspiele und vor allem sehr wichtig dann die Diskussion danach. Im fünften Studienjahr haben wir jetzt das Glück gehabt, dieses Jahr, dass wir mit Patienten arbeiten konnten, die eine körperliche Behinderung hatten. Und diese Patienten haben dann wirklich mit den Studierenden gesprochen, kommuniziert. Und es war wirklich ein sehr schönes und interessantes Erlebnis für die Studierenden. Man ging wirklich für einen selber dahin und für das man selbst etwas lernt, das einem etwas bringt. Und nicht, weil man weiß, man hat dann im Ende des Semesters eine Prüfung darüber. Grundsätzlich hätten wir das alle Dozierenden hier im Hause machen können, jeder für sich einzeln. Und wir haben das in der Vergangenheit zum Teil auch gemacht. Was ich jetzt merke mit dem Curriculum Kommunikation, ist, dass wir jetzt eine offizielle Veranstaltung haben, wo auch Studierende wie auch Dozierende dort in diesem strukturierten Curriculum auch sich Zeit nehmen für das Thema und Zeit nehmen, um genau das zu erlernen. Die viertes und fünftes Studienjahr Studierenden haben eigentlich eine Erfahrung am Patient, wenn sie ins Curriculum kommen. Die haben schon grundsätzlich geredet oder gesprochen mit Patienten, haben vielleicht aber noch nicht diese ganzen Grundlagen, bewusst empathisch sein oder bewusst reflektieren, bereits praktiziert. Ich hatte Dreiergruppen gebildet,
In den Gruppen selbst war es auch eine neue Erfahrung für die Studierenden, ein Rollenspiel durchzuführen. Sie haben eine Erfahrung gemacht, wie es überhaupt ist zu sprechen, sich bewusst einen Satz vorzustellen und den auszusprechen, um wirklich empathisch zu wirken. Also es war halt manchmal ein bisschen lustig, weil so Rollenspiele kann man nicht immer ernst bleiben und so, und es ist ein bisschen gekünstelt. Aber danach hatten wir immer so Gespräche untereinander. Wie so in kleinen Gruppen hat man von seinen eigenen Erfahrungen erzählt, und es war wie eine kleine Selbsthilfegruppe, und es war immer sehr wertvoll. Man hat gehört, wie es andere machen, man konnte seine eigenen Erfahrungen erzählen. Man lernt sich dadurch auch etwas besser kennen. Und man hat Spaß, das ist auch. Und ich denke, mit Spaß lernt man auch relativ gut. Wir haben jetzt noch keine standardisierten Patienten eingesetzt. Ich möchte gerne für das kommende akademische Jahr mit standardisierten Patienten arbeiten. Und zusätzlich möchte ich die Studierenden bei ihren Interviews oder mit ihren Gesprächen mit Patienten zusätzlich filmen. Und dann die Filmaufnahmen diesen Studierenden zeigen. Und dann hoffe ich, dass entsprechend dem durch das Videofeedback den Studierenden das auch wieder mehr bewusst wird, wie sie aussehen, wie sie klingen, wie sie die Körpersprache umsetzen, das dann so auch als Feedbacksystem einbauen. Die Studierenden kommen hier an die Universität, sind voll von Elan und haben auch Motivation zum Lernen. Und das merke ich, und das merke ich auch sehr gerne, und ich möchte diese Motivation immer unterstützen. Zusätzlich denke ich, dass immer ein praktischer Bezug wichtig ist, dass die Studierenden eben lernen, was für ihren späteren Beruf auch wirklich relevant ist, und die Studierenden auch bei diesem Prozess aktiv teilnehmen zu lassen.